Oh, ich bin so hungrig. Und diese Sandwiches sind so lecker. Ich kriege einfach nicht genug davon. Mmh. Moment mal. Wo sind denn die restlichen hin? Die waren doch noch auf meinem Teller. Hey, Paddington! Was hast du denn da unter deinem Hut? Oh nein! Das war mein letztes Sandwich! Na warte. Es wird Zeit für eine neue Challenge. Du wirst gemeinsam mit meiner Oma und meinem Bruder was kochen. Also, mach mir bitte ein leckeres Sandwich. Okay. Wir machen zuerst den Teig. Dafür vermischen wir Mehl mit Milch und ein paar Eier. Super. Das müssen wir alle schön mischen. Das ist der perfekte Teig. Jetzt teile ich den Teig in zwei gleiche Teile. Und dann jeweils noch in zwei Hälften. Daraus machen wir jetzt ein paar Brötchen. Und die Brötchen sehen aus wie ein Bär. Jetzt muss ich das Ding nur noch in den Ofen stellen. Perfekt. Und in der Zwischenzeit mache ich mich an den Belag. Erstmal schneide ich eine Orange in Scheiben. Und daraus mache ich jetzt Würfel. Das alles kommt jetzt in den Kochtopf. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Zucker hinzu. Umrühren und Marmelade draus machen. Deckel drauf und abwarten. Oh, mein Brötchen ist fertig. Ich hol's aus dem Ofen. Riecht super. Und jetzt schneide ich es in zwei Hälften. Ich nehme mir ein bisschen Butter und darüber legen wir unsere Marmelade. Jetzt kommt die zweite Hälfte drüber. Und mit ein bisschen Schokolade ziehe ich noch die Details nach. Die Ohren, die Nase, den Mund und die Augen. Oh, Paddington, das hast du ja toll gemacht. Und ich mache auch meinen Teig. Den kippe ich in eine Pfanne und brate ihn an. Ach, du bist so niedlich. Also, mein Teig ist fertig. Jetzt nehme ich mir Erdnussbutter und schmiere sie über mein Stück. Und obendrauf kommt noch ein bisschen Honig. Den habe ich selber gesammelt. Jetzt kommt noch ein Pfannkuchen drüber. Noch eine Schicht Erdnussbutter. Wo ist denn der Honig hin? Paddington, jetzt hör auf. Ich brauche den Honig doch für meine Pfannkuchen. Oh, das riecht ja lecker. Quentin, was machst du denn da? Oh, du hast mich erschrocken. Hast du dich wirklich erschrocken? Das ist auch nur ein Toaster. Meine Toastbrote sind fertig. Jetzt muss ich nur noch den Belag drüberlegen. Dafür benutze ich bunte Marshmallows. Ich mache einen Regenbogen daraus und lass sie schmelzen. Das wird so lecker. Molly wird es lieben. Da kommt jetzt noch ein zweites Stück Brot drüber und fertig sind wir. Guten Appetit. Wow, das sieht ja hübsch aus. Was für ein großes Sandwich. Das ist ja ein Bären-Sandwich. Aber zuerst probiere ich das hier. Wow, was für eine coole Füllung. Das ist ja ein Marshmallow-Sandwich. Schmeckt richtig lecker. Ich liebe es.
Jetzt nehme ich mir dieses Pfannkuchen-Sandwich. Erdnussbutter, ich liebe es. Oh, was für ein süßer Bär. Das hat doch sicher der Paddington gemacht. Ich liebe es einfach. Oh ja, da ist es ganz schön schwer, einen Gewinner zu wählen. Und ich bin der Paddington hat gewonnen. Yeah, das ist meine erste Koch-Challenge und schon habe ich gewonnen. Wow, was für ein tolles Spiel. Schaut es euch an, es heißt Multi du Sort. Ihr könnt es jetzt gleich bei Google Play oder App Store herunterladen und gemeinsam mit uns spielen. Diesmal wünsche ich mir eine Torte. Könnt ihr das machen? Yeah. Aber natürlich doch. Wo ist denn Paddington hin? Hey, schau mal, da ist er. Ich will den Honig. Aua. Geht's dir gut? Ja, alles ist in Ordnung. Hauptsache, ich habe jetzt meinen Honig. Den brauche ich nämlich für meine Torte. In die Mitte kommt ein bisschen Creme. Und das machen wir jetzt mehrmals hintereinander. Schicht für Schicht. Wisst ihr, man kann nie genug Honig haben. Das sieht so appetitlich aus. Das könnte ich mir jeden Tag ansehen. Wieso kommt da keine Creme mehr raus? Ups. Was ist das denn? Schokocreme? Hast mich dreckig gemacht. Lass mich mal probieren. Boah, schmeckt richtig gut, Paddington. Ja, für die Molly mache ich nur das Allerbeste. Die Schokocreme kommt noch oben drauf. Richtig hübsch, nicht wahr? Obendrauf kommt noch ein Hut und noch ein kleines Gesicht. Jetzt sieht die Torte aus wie ich. Eine Paddington-Torte, cool. Ich muss mir auch was überlegen. Habe ich vielleicht was in meinem Rucksack? Oh ja, so viele Süßigkeiten. Daraus mache ich meine Torte. Zuerst lege ich in die Form Oreo-Kekse und obendrauf kommt Nutella. Jetzt noch ein paar Cornflakes. Schön viel Schlagsahne. Dann noch Gummibärchen. Dann noch saures Gel. Und Nerds obendrauf. Yeah, das sieht ja mega cool aus. So eine Torte würde ich selber gerne probieren. Yeah, das ist meine erste Torte und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Paddington, das ist nicht für dich. Oh Mann. Oma, das sieht ja richtig hübsch aus. Dankeschön, Lieber. Ich muss die Torte nur noch verzieren. Dafür nehme ich mir rosa Marzipan. Den lege ich in den Fleischwolf. Das sieht perfekt aus. Wisst ihr was? Daraus stricke ich einen Schal. Wow. Das sieht so gemütlich aus. Und hier kommen auch noch ein paar Details dran. Und die Torte wird die Kleine an mich erinnern. Wow, alle Torten sehen fantastisch aus. Ich werde jede probieren. Oh, das hat doch sicher die Oma gemacht. Eine essbare Nadel? Ist ja lecker, cool. Und von innen sieht die Torte so schön aus. Was könnte besser sein? Oma, das ist klasse. Und jetzt probiere ich diese Beerentorte. Was für eine tolle Füllung. Das ist ja Honig, cool. Und diese Torte ist ja richtig schön bunt. Da sind so viele Leckereien drin. Gut, ihr habt alle gewonnen. Ach, wirklich? Wir haben alle gewonnen. Wie toll. Ja, klasse. Freut mich. Hi, willst du das coolste Spiel aller Zeiten sehen? Dann beeil dich und lade das Multi du Sort Spiel jetzt bei App Store oder Google Play herunter. Lass uns gemeinsam spielen.